Ja, 1:2 gegen Hertha. Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass da heute ein bisschen mehr drin gewesen wäre? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, wir haben das heute über die 90 Minuten sehr gut gemacht. Haben uns leider nicht belohnt, aber ich finde, wir können aus diesem Spiel positiv hinausgehen und auch so ins Wochenende gehen, auf das nächste Spiel konzentrieren. Und ja, ich fand, die Mannschaft hat das heute super gemacht, super umgesetzt und leider haben wir uns nicht belohnt. David, toller Pokalfight von euch, leider mit dem falschen Ergebnis am Ende. Seid ihr trotzdem stolz auf eure Leistung heute Abend? Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben 90 Minuten ein super Spiel gemacht. Ist natürlich dann doof, dass nach dem 1-1 direkt dann das 2-1 fällt. Aber insgesamt mit unserer Leistung können wir, glaube ich, hochzufrieden sein. Du bist ja erst 2 Tage hier und dann direkt heute in die Startelf. Wann hast du das erfahren und wie war es für dich? Erzähl mal. Ja, es ging alles relativ schnell. Also ich habe das gestern erfahren und ja, es fühlt sich gut an, dass der Trainer mir natürlich direkt Vertrauen schenkt und es war super mit den Fans im Rücken, super Stimmung. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir uns nicht belohnt haben, aber wir haben, ja wie gesagt, haben das sehr gut gemacht heute. Wie war euer Matchplan für heute? Also ihr habt es ja Hertha wirklich gerade auch in der ersten Halbzeit ganz, ganz schwer gemacht, auch Chancen zu kreieren. Ja, wir wussten natürlich, dass Hertha eine spielstarke Mannschaft ist und wollten erstmal kompakt stehen und die Räume eng halten. Das haben wir, glaube ich, gut geschafft. Und ja, ich glaube, nach vorne sah es auch ganz gut aus, dass wir auch zahlreiche Möglichkeiten eigentlich hatten. Ja. Nach dem 1-1-Ausgleich war die Euphorie groß, das Stadion am Überkochen. Wart ihr vielleicht auch als Mannschaft ein Stück weit dann zu euphorisch und dann hat so ein bisschen kurz die Konzentration gefehlt beim Gegentor? Ja, wahrscheinlich. Also das 1:1 war natürlich nochmal ein kleiner Aufschwung. So, ne? Aber ja, in der nächsten Situation müssen wir uns dann natürlich wieder konzentrieren. Und auf dem Niveau wird das halt dann knallhart ausgenutzt. Was nimmt man denn so als junger Spieler aus dem Spiel mit gegen den Bundesligisten? Ja, unglaublich viel. Für mich war es auch das erste DFB-Pokalspiel. Ja, auch vor der Kulisse wieder heute, es war wieder unglaublich und ich genieße jedes Erlebnis hier beim Heimspiel. Und als Mannschaft, was nimmt man da mit? Ja. Kann man da was mitnehmen? Ja, definitiv, klar. Gegen eine super Mannschaft, glaube ich, heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, leider dann nichts mitgenommen oder nicht weitergekommen oder wenigstens die Verlängerung erreicht. Aber ich glaube, als Team sind wir weiter gewachsen und ja, es ist alles top. Du kennst die zweite Liga und auch die Bundesliga. Die dritte Liga kennst du, glaube ich, nicht. Ne? Was glaubst du, was erwartet dich da jetzt direkt am Sonntag? Geht es ja weiter gegen Fortuna Köln. Ja, ich denke, der Unterschied zur zweiten Liga ist jetzt nicht so groß. Natürlich gibt es da einen Unterschied, aber ich gehe genauso rein wie ein Zweitligaspiel oder ein Bundesligaspiel. Und ich denke, wir bereiten uns sehr gut auf das Spiel vor am Wochenende und holen dann endlich einen Sieg. Alles klar, viel Erfolg dabei. Danke dir. Dankeschön.